Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 7. Ja, heute sind wir auf dem Planeten Eudora und holen uns noch das optionale Item, was ich aber trotzdem holen will. Aber was mir noch auch aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht beim Gadgetron-Händler nachgeguckt, ob der was Neues für uns hat. Und tatsächlich, er hat für uns den Todeshandschuh. Den könnten wir bei unserem großen Budget schon kaufen, aber ich weiß nicht. Ja, komm, kaufen wir den mal. Der Todeshandschuh, was hat der denn nochmal gemacht? Ich glaube, wenn wir den werfen, dann kommen ein paar Viecher, so kleine Roboter, und helfen uns und sprengen sich so selber in die Luft. Ich demonstriere das mal. Ja, ihr seht, ziemlich effektiv, aber auch nur 10 Magazin und die Patronen oder die Munition sind ziemlich teuer hier bei den Waffen. Wer lacht da so dreckig? So, ich glaube, da hinten konnte... Ah, da sieht man schon, da oben. Seht ihr den? Da ist der Goldbolt. Und den wollen wir natürlich haben. Jetzt fragt sich natürlich, wie kommt man da hoch? Ja, man muss hier ein bisschen rumprobieren, aber ist eigentlich gar nicht schwer. Also, da sind wir schon oben. Ganz an den Rand gehen, einfach nur hochfliegen mit dem Turbosprung. Und damit hätten wir alle Goldbolts auf diesem Planeten, da es nur einen gibt. So, dann beeilen wir uns noch etwas. So, dann machen wir die Brücke hoch. Das zieht sich auch wieder ein bisschen. Ja, was machen wir im nächsten Part? Was machen wir in diesem Part? Im nächsten Part. In diesem Part werden wir wahrscheinlich noch diesen Planeten zu Ende machen und dann nochmal in Metropolis vorbeischauen, weil die Sachen, die ich dann noch optional machen wollte, die werde ich heute machen und dann im nächsten Part mit der Blagstation dann einen kompletten Part anfangen, damit das nicht immer so halbe auf einem Planeten ist. Möchte ich so es schaffen, im nächsten Part den kompletten Planeten mit der Blagstation zu machen. Obwohl wir da ja auch noch nicht alles machen können, aber das, was wir machen können, das werden wir dann schon mal tun. Ja. So. Todeshandschuh-Munition. Achso, ja, cool. Okay, gut. Da war die. Rückenaktivierung und oben ist es. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Ich glaube, hier kamen jetzt wieder so neue Gegner. Die fand ich so ziemlich nervig. Ach, die, ja, die waren echt scheiße. Und die geben die mir direkt einen Hit. Ich hasse sowas. Tschüss, Mann. Da drauf, da drauf, da drauf, da drauf. Kommt. Hier ist noch einer, der auf die Fresse will. Das war's auch schon. Ging's denn jetzt hier weiter? Ich schau kurz auf. Ach, da, doch da hinten. Ja. Ah, ich habe mich gewundert, weil die Brücke schon oben war. Ich dachte, da sind wir hergekommen. Ah, okay, gut. So, dann. Rüber, 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 rüber. Da hinten ist so ein paar Spasten ausgelassen, die ich jetzt auch noch schnell kennen werde. Einfach nur, damit wir mehr Bolz kriegen, weil nachher können wir uns dann deswegen eine Waffe nicht kaufen. Das wollen wir ja nicht. Andere Gegner? Ah ja, auch da. Wo ging es hier lang? Ah, das ist einfach nur so eine Nische mit so ein paar Gegnern, die so auf die Fresse wollen. Ja.
Ein Todeshandschuh ist schon ziemlich nice. Und hier gibt es auch etwas Cash zu holen. Auch ziemlich toll. Da nochmal Todeshandschuh-Munition. Ah, da. Hol ihn dir. Bam. Gab es da noch so einen Roboter? Oder war es das jetzt? Das war's jetzt. Erstmal. Ich habe sogar noch so ein Vieh. Ah, cool, das kommt hier mit mir. Da vorne. Frischfleisch. Alter, wer hat mich getroffen? Man merkt schon, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Treffen schon öfter jetzt. Und das wird nicht weniger, das wird jetzt mehr. Also nach der Blagstation geht es dann richtig los. Da werden die Gegner ziemlich aggressiv. Ah, da ist so ein Megatypi von denen. Ah. Größe ist nicht alles, mein Freund. Einfach nur ein bisschen draufkloppen, dann geht der down. Hier sind drei Stück von denen, glaube ich. Verstecken sich nur hier. Oder? So, habe ich das geträumt? Ah ne, das war noch gar nicht der Endraum. Ach ja, tatsächlich. Reicht denn jetzt überall? Ja, da gibt es nicht mehr viel zu holen. So, da. Wenn ich noch Bolts brauchen sollte, werde ich das natürlich auch offscreen holen, wenn ich hier ein bisschen vernachlässige, jetzt hier alle Bolts einzusammeln. Hier, diese Typis, die mag ich schon nicht, diese Spackens. Die da hinten, genau die meine ich. Genau euch, manche blöden Drecksäcke. Die werden später noch ziemlich mies. Da verstecken die sich immer so im Gras und kommen nur raus, wenn wir nicht gucken. Ich hasse das. Und immer so aus dem Hinterhalt, so. Boah, ich hasse sowas richtig. Ach, das war der Raum, den ich meinte. So, schicken wir mal hier unsere Leute rein. Lernen das hier von uns. Und drei Stück von den Typs. Oh, wo sind denn deine Freunde? Oh. Oh, Alter, die haben die alle eiskalt gekillt. Ach, ich wollte eine Bombe werfen. Ach, das war jetzt richtig schlau von mir. So, da rein. So, später Kisten, die kann man nur mit dem Bombenhandschuh zerstören. Oh, das, Leute, ist sie. Cool. Die Saukanone. Die Saukanone kann mehrere Gegner aufsaugen und sie dann als Geschosse abfeuern. Achtung, Gegner müssen klein genug sein, um in den Lauf zu passen. So, da wo ich gerade eben den Bolt geholt habe, da kommen wir jetzt, glaube ich, hin. Ich muss gerade mal gucken, Leute. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich jetzt hier hinspringen muss. Da vorne auf die Plattform. Da schaffe ich Dicke. Einmal den Turbosprung. Ah ja, gut. Dann 8 Minuten nimmt mir das hier schon mal. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh mein Gott. Ah. Ja, wir haben die Saukanone. Ja, aber trotzdem, das ist jetzt irgendwie scheiße. Normal ist nämlich hier diese Ecke zur Demonstration der, also zur Übung der Saukanone da, weil da kommt man ja da, von da hinten werden wir jetzt gekommen. Hier, die Gegner sind klein genug und passen in den Schlitz. Jetzt haben wir 4 von 5 Munition, die wir abfeuern können. Seht ihr schon. So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank. Es war kurz ein kleiner Cut. Ich wurde in der Aufnahme gestört. Aber das ist gar kein Problem. Es geht jetzt direkt weiter. So, wir haben jetzt den Planeten abgeschlossen. Ich habe euch die Saukanone gezeigt. Und jetzt geht's auf nach Metropolis. Noch einen Goldbolt holen und noch 2 Stilpunkte zeigen. Ah, ne, einen. Obwohl, dann werde ich das wahrscheinlich doch erst machen, wenn ich den Vernichter habe. Das ist nämlich die Waffe, die wir brauchen, um weiterzukommen. Ja, was mache ich dann jetzt noch? Wir könnten noch Aridia, Metropolis. Ja gut, ich habe für diesen Part jetzt eigentlich gar nichts anderes eingeplant. Dann würde ich mal sagen, machen wir Metropolis. Dann machen wir das einfach, dann fliegen wir halt später
Oder den Stilpunkt mit dem Vernichter mache ich einfach gar nicht. Ja, das ist sowieso blöd. Da muss man einfach so einen Ballon schießen. Wie gesagt, es ist ja kein 100% Run. Deswegen werde ich das auch nicht tun. Ich weiß nämlich nicht alles. Also später auf dem Planeten, die späteren, da kenne ich mich nicht so gut aus. Weil da sind die Sachen schon deutlich schwerer versteckt. Ist ja jetzt noch alles hier die Anfangsphase. Nähern uns so dem Viertel des Spiels, würde ich sagen. Wenn wir so... Ich übertreibe jetzt. Das dauert doch noch was. Hm, da, wann kommt das? Ja, es dauert. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Ist schon zu lange her alles. Ach, die sind jetzt auch alle wieder da. Ach du Scheiße. Tschüss. Jetzt haben die mich gerade ernsthaft gehittet, ey. Boah, jetzt bin ich aber sauer, Mann. Spastis, ey. Ich hab so ein paar Gammler hier vor meiner Tür. Ich bin dieser L. Und tschüss. Und tschüss. Und hoch. Ah, die waren doch gerade eben auch nicht da, oder? So, ich glaube, hier muss ich jetzt aufräumen, weil hier muss ich auch, glaube ich, lang. Alter, was ist da los? Wieso sind da jetzt auf einmal so viele? Ist hier mal Energie? Ich habe nämlich schon 2 Herzen Schaden. Nicht, dass ich das hier noch aushalte. Die sind irgendwie andere Gegner, kann das sein? Laufen rein, so, down. Hier gibt es keine Energie, das ist jetzt nicht so toll. Ich habe nämlich nur 2 Herzen. Oh. 2 Kreise. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, war es hier schon? Ich muss mal gucken. Ob es das schon war. Guck dich mal um. Wo bin ich hier? Da, doch, das war es schon. So. Und. Das war ein Stilpunkt. So. Den goldenen Bolt, den gibt es aber woanders. Den gibt es nicht bei dem Parcours, den wir gemacht haben. Dann bitte ich ihn nochmal zu fahren. Dass die ganzen Gegner unterwegs nicht auf die Nerven gehen können. So. Nein! Zieh dich hoch! Oh, ach komm, ey. Ach so, hier fällt man nur runter. Ich dachte, ich falle jetzt da wieder in so ein Loch rein. Okay, gut. Es muss jetzt hier mal schnell gehen. Beeil dich. Da rüber und da. Jetzt bin ich runtergefallen, ach, weil ich hier wieder schnell machen musste. Das ist die Strafe. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh mein Gott, ey. Tut mir furchtbar leid, Leute. Aber dann wird der Part halt etwas länger. So, wo sind wir denn jetzt hier da? Darüber, 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 darüber. Oh, wenn ich bedenke, was ich jetzt noch alles machen muss, hier diesen blöden Turm da vorne.
Ich glaube aber, es ist nur der erste. Wenn es beide sind, habe ich ja Pech gehabt. Diese blöde Plattform, ey. Das darf nicht wahr sein. Zieh dich bloß hoch. So. Jetzt hier nichts mehr riskieren. Gehen ganz vorsichtig jetzt hier hoch. Ganz viel Gefühl. Ganz viel Gefühl. Ganz viel Gefühl. Und so hochziehen. Ist es das nicht hier schon? Muss ich mal kurz gucken. Ja, das müsste es sein. Och du Scheiße, ey. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott. Bin ich manchmal schon hier am Fehlen. Das darf echt nicht wahr sein. Das ist ja. Was machst du? Ich wusste gar nicht, dass ich den Backflip kann. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier bin ich jetzt, okay. Da bin ich doch nicht so weit runtergefallen, wie ich dachte. Bin ich jetzt einfach so runter. Und da ist er. Der Schlingel. Der goldene Bolt. So, okay Leute, das war's auch erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part im Anflug auf die Belagstation. Bis dahin, auf Wiederschauen. Traction.